Und da ist er direkt wieder weg mit Salad. Wir gehen jetzt zum Ahab hin. Ich hab keine Lust. Oh Gott, der ist so fett. Oh mein Gott. Der bewegt sich auch schon, der Ahab. Wie ungeschickt. Hallo. Shit, Gehirn. Das Gehirn will nicht reden, bringt es dazu. Schlagt das Glas ein und steckt eure Hand rein, wenn es sein muss. Die Gehirne geben eindeutig die Befehle. Da muss irgendein Signal in diesem schleimigen Rotzklumpen versteckt sein, das uns zum Mechanist führt. Du hast bis morgen Zeit, dann suche ich mir jemand anderen, der es erledigt. Und es wird dir nicht gefallen, wenn ich mir jemand anderen suche. Augenbot. Wir haben jetzt das Gehirn, zerstöre den Augenbot einfach. Ich habe es satt, ständig diese Meldung über den Mechanist zu hören. Dem Commonwealth Frieden bringen, was für ein Haufen Scheiße. Auf jeden Fall habe ich Ideen, die wir ein paar kranke Mods für das Ding bauen können. Ich möchte das... Okay. Schöne Baupläne hast du da. Echt nice, das ist, dude. Das ist so nice. Das Menschenschrott liegt. Es ist kein Menschenschrott. Oh. Oh, da guckt euch Ahab an. Es wird keine Gefahr. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach du Scheiße. Habe ich mich jetzt erschreckt. Ich dachte, okay, der ist ja grün. Wenn ich ihn anspreche, wird er jetzt mich nicht direkt angreifen, aber er greift mich sofort an. Ist das jetzt auch ein Bug, weil er nicht sofort kommt? Ich raff's nicht. Lass uns kurz gucken, wohin wir dann laufen können. Was ist hier? Eindeutig der Tod, oder? Oh, nee, irgendwie nicht. Bist du sicher, dass du was gesehen hast? Wo? Da sind andere Gegner. Wir kommen hier hoch. Was ist hier oben? Was geht hier oben ab? Okay. Jetzt haben wir hier eine Art Rundweg. Carsai Schreibmaschine. Es ist schon mal gut, dass hier nicht mehr so viele drin hocken, also die dann vielleicht... Oh. Was? Selbstzielend. Ein selbstzielender... Oh, Raketenwerfer. Alles klar. Ich verstehe schon, meine Freunde. Ich verstehe schon. Und war hier unten noch irgendwas drin? Ist hier überhaupt noch irgendjemand drin, den sie dann vielleicht rufen? Nee, ne? Ich habe mich hier gerade voll für das Ultra-Gefecht bereit. Da ist, aber der ist kaputt. Der da drin ist kaputt. Die sind alle kaputt. Okay. Ja, dann sprechen wir jetzt mal mit dem Robo hier. Aber ich mache erst noch eine Hardcore-Speicherung. Versteht sich von selbst. Halt. So. Okay, here we fucking go. Hallo. Sie sehen mir nicht nach einem Rust-Devil aus. Was tun Sie hier? Was ist denn geschehen? Was haben dir die Rust Devils angetan? Sie dachten, dass es sich für sie lohnen würde, meinen Kopf in Betrieb zu halten. Zu meinem Glück sind sie so dumm, dass sie tatsächlich glauben, was ich sage. Zugegeben, weit hat es mich noch nicht gebracht. Aber zumindest hat es mir das Schicksal meiner unglücklichen Kameraden erspart, deren Teile uns umgeben. Zu meiner ursprünglichen Frage. Was tun sie hier? Ich suche nach einem Radarpeilsender. Nach einem Radarpeilsender? Wie interessant. Da suchen sie ja nach einem sehr spezifischen Teil. Und nach einem typischen Teilesammler sehen sie mir nicht aus. Ich berechne eine Wahrscheinlichkeit von 98,8%, dass sie nach dem Mechanist suchen. Wenn ich recht habe, und für gewöhnlich habe ich das, dann können wir uns vielleicht gegenseitig helfen. Aha, aha. Wie in aller Welt sollte ich dir helfen? Sie hören mir zu? Wie überraschend. Ich nehme das als Geste des guten Willens und erkläre unsere potenzielle Abmachung. Also... Wie kann ich das so einfach wie möglich ausdrücken, damit jemand mit Ihrer Rechenleistung das versteht? Um den Mechanist zu finden, brauchen Sie mehr als nur meinen Radarpeilsender. Sie müssen auch in die Anlage eindringen können. Das könnte ich Ihnen ermöglichen. Aber Sie müssen zwei einfache Bedingungen erfüllen. Zum einen müssen Sie mich so weit wie möglich von diesen Irren hier wegbringen. Zum anderen brauche ich einen neuen Körper. Sobald beides erfüllt ist, gebe ich Ihnen gerne alles, was Sie brauchen. Abgemacht. Ayo Love, das ist doch eine super Idee. Ich frag das mal kurz. Woher weiß ich, dass du die Abmachung einhältst? Auch wenn in meinem Kopf ein menschliches Gehirn in Biogel schwimmt, bin ich dennoch an meine Programmierung gebunden. So ungern ich es auch zugebe. Aber eine meiner Direktiven lautet, niemals zu lügen. Wenn ich auch nicht der bezauberndste Roboter sein mag, dem sie je begegnet sind, werde ich ganz sicher nie eine Vereinbarung brechen. Jetzt, da wir das geklärt haben, frage ich eine neue Entscheidung. Abgemacht. Sobald wir an unserem Ziel sind, gebe ich Ihnen zu gerne meinen Radarpeilsender als Geste guten Willens. Und jetzt
empfehle ich Ihnen, dass Sie aufhören, mitten im Feindesgebiet herumzutrödeln und uns beide unverzüglich hier rausbringen. Habt ihr auch irgendwie Schiss, dass der dann genau aktiviert wird, wenn wir am Schisseln sind? Ich speichere nochmal hart, um dann im Notfall hier einfach alles mit Minen auszulegen. Oh, fick. Strong! You need to fuck him hard, Strong! Alter, was macht der? Der spuckt mit Scheiße! Da kann er durchspucken! Oh, Ahab, oh mein Gott, bist du low. Das fasse ich jetzt nicht. Ja, ich habe wahrscheinlich zu lange mit der Mission gewartet, ne? So wie letztens schon. Ey, der sieht so dick aus, ne? Das ist so lächerlich. Ahab, wenn nicht jetzt, machen Sie endlich. Die ist irgendwie cool drauf. Jetzt machen Sie endlich. What the fuck, dude? Ey, wie lächerlich. Das war wie ein normaler Raider, oder? Ja, ich weiß, wahrscheinlich bin ich schon ultra zu high-levelig dafür. Ich denke immer, da kniet jemand einfach mit den Armen so an den Beinen. Komm mit, Strong. Achten Sie auf die Stolperdrähte. Ich würde den Tag gerne intakt überstehen. What for Stolperdrähte are you talking about? You must be a lying grill. Die, bitch. Voll. Wow! Strong! Strong, I need your help! Ja, Strong. Du machst ja nichts. Das ist ja einfach, nichts zu machen. Da, schreck. Fuck, Strong! Wir sind genudelt. Strong, we're fucked forever, dude. We're fucked forever. Oh Gott, wie widerlich das Vieh aussieht. Okay, critical. Leute, wenn der uns einmal anschießt, sind wir geliefert, ne? Oh Gott. Sag bloß, da kommt er nicht rein. Ey, mir stehen gerade die Haare zu Berge. Ha! Bitch! Oh mein Gott. Was ist mit dir los, du kleiner Stinkefurzer? Ah, lächerlich, dude, lächerlich. Schon wieder eine Ultra. Oh, wie fies. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass er sich einfach sprengt, der Kerl. Noch einer. Bye bye. Strong Boy, das machst du, gell? Ich muss mich hier nochmal mit Anti-Sterbemittel vollpumpen. So, Red Air. Where? Nee. Ach so, warte. Du hast recht. Nee, halt, warte. Du hast noch mehr recht. Ich kripple einfach seinen verkackten Schussarm. Hör auf, mich zu schießen. Bye-bye. Haha, er ist gekrippelt. Ha. Guck mal. Der Mann, der kann irgendwas machen. Strong, komm, ich helf dir auf. Da kannst du totschlagen. Bitteschön. Hit this bitch, Strong. Hit this bitch. Aber lass mich kurz noch weggehen. Der geht bestimmt hoch. Ha! Strong, ich wusste es. Sehr nice, David, sehr nice. It's nice, my dude. It's nice. Schon wieder. Oh mein Gott, was ist das? Link, was ist denn das? What the fuck? Ja, ich hab Spaß. Ja, ich auch. Sie macht echt Bock. Wirklich den Weg des größten Widerstands. Was? Ja, ich will doch nicht einfach wieder zurückgehen durch den Weg, den wir schon gegangen sind, Alter. Ja, ich mein, Alte. Guck mal, was ich für ein Überskill hab, Trish. Quatsch! Oh mein Gott, er stirbt nicht! Alles klar, ich verstehe schon. Komm ich halt außen rum! Ha! Oh, Strong! Vorsicht! Fast hat er mich gehauen. Er hat mich kaut, der Strong. Ich spiele keinen Streich. Oder Bohnen spielen. Ich habe es nicht ganz verstanden, was er gesagt hat. So. Ich bin eigentlich kein Streicherspieler. Ah, shit. Das ist die andere Seite. Ja, wie er da hängt, der Strong, und rumdribbelt. So ein Dädel. Jawohl. Sehr schön. Ich denke, man merkt, dass es echt wichtig wird, dass wir uns entleert haben davor.
So, Mechanist. Wer ist dieser Mechanist? Deine verdammten Roboter sind überall. In jedem Schrottplatz, jeder Fabrik, sogar in diesem Robotics Pioneer Park. Wie bitte sollen wir Teile für unsere eigenen Bots finden, wenn dieser Loser uns an der Quelle abwürgt? Ist ja nicht so, dass wir uns nicht wehren würden. Aber scheiße, wir erledigen eine Gruppe seiner Bots und 10 weitere tanzen an. Stellt der Typ die irgendwo am Fließband her? Ihn zu finden hat oberste Priorität. Was wollen wir denn sonst tun, während er unsere Pläne durchkreuzt? Ich hab mich voll getäuscht, ne? Wir werden ihn finden, einen Bot aus seinen Knochen bauen und dann... Und den dann unseren Müll raustragen lassen. Shit! Die haben nichts mit dem Mechanist zu tun, die Viecher. Katastrophe von Pioneer Park. Es war eine Routine-Mission zum Schrott sammeln. Wir wollten reingehen, uns die 4 Protectrons schnappen und wieder abhauen. Keine große Sache. Gut, die Aufklärer vor Ort haben uns vor einer Todeskralle in der Gegend gewarnt. Wie auch immer. Gegen unsere Bots könnte das wie genauso gut ein Maulwurfsratte sein. Hi, kein Ding. Wir konnten uns sogar reinschleichen und uns die Bots holen, ohne das Monster aufzuwecken. Und dann, als wir gerade die Bots rausschaffen wollten, griff uns eine Herde Mechanist-Bots an, die unsere Beute wollte. Weil das Universum einen kranken Sinn für Humor hat, weckte das die Todeskralle auf, also mussten wir uns um die auch noch kümmern. Hat uns 3 Männer und 2 unserer Bots gekostet, aber wir konnten eines der Robohähne, das Mechanist, lebendig einfangen. Hoffentlich führt es mich zu diesem Drecksack, der sich ständig in unseren Scheiß einmischt. Aha. Die Todeskralle, die meine Männer getötet hat, hab seinen Schädel auf einen Bot gesteckt, nicht auf irgendeinen, nein, auf den ultimativen Todesbot. Aha wird an meiner Seite sein, wenn ich den Mechanist finde und ihn dafür bezahlen lasse, was er den Rust Devils angetan hat. Ich hoffe nur, dass wir seine Knochen dabei nicht völlig zermalmen, aus denen würde ich gerne was Lustiges bauen. Widerlich, krass und schade, dass wir sowas wie Ahab nicht bei uns haben können, beziehungsweise dass wir Ahab nicht bei uns haben können, denn ich glaube, man kann sowas wie Ahab bei sich haben. Also wir können robotermäßig, können wir einen neuen Roboter oder eben auch zum Beispiel Kotschbrev so umbauen, dass er zu so einem riesigen Ultra-Hardcore-Fister wird, wie jetzt eben dieser Ahab. Das geht tatsächlich. Die sind aus, diese Köpfe. Okay. Krass, waren hier viele Fallen. Das finde ich irgendwie voll grob, dass die verbauen, die Menschen. Dass sie da einfach, ich meine, wenn man sich das anguckt, guck mal, die Schädel drin. Das ist schon wirklich grob. Okay, closed. Sperre wird eingeleitet. Ach, leck mich doch. Das ist eh nur für oben, für das Ding. Habe ich jetzt halt gesperrt, ich dödel. Ist es über mir? Ah, es ist über mir. Warte, dann müsste ich doch von da drüben das Teil sehen können. Da ist eins. Einfach nur für die Erfahrungspunkte. Das andere kann ich nicht ganz sehen. Kann ich von hier auch nicht sehen? Doch. Ha! One shot! You've got one shot and one opportunity. Come in strong, du alter Bitch. Was haben wir hier? Nun, fucking nun. Gehen wir jetzt direkt raus, du. Raus! Oder? Haha! Ich kann sogar noch hier oben hin das Zeug aufsammeln. Wunderschön. Wie viel Platz haben wir eigentlich noch? Ja, nice! Noch 4 Kilo können wir mitnehmen. Passt, jetzt wo wir gerade fertig sind. Sehe ich es richtig, dass wir hier noch nicht mal richtig rauskommen, sondern nur eine Art Rundweg gelaufen sind und jetzt gleich wieder in den Raum kommen, in dem wir vorhin waren? Basierend auf meiner begrenzten Erfahrung mit dir schätze ich unsere Chance hier raus. Was zum? Laberst du? Ich bin vielleicht der krasseste Knilch der Welt. Die meint auch gerade, ich wäre behindert, weißt du? Die meint auch gerade. Da ist nichts mehr. Doch. It's your boy. Skinny Pig. Das ist die mir den Kopf abgerissen hat. Jetzt reißen wir ihren ab. Das ist nur fair. Oh shit, das ist die Hauptburg von denen. Okay. Ultra speichern, vielleicht ist die nochmal etwas härter als der Ahab, hoffen wir zumindest mal. Ich gehe jetzt einfach voll rein. It's your boy! Oh mein Gott, die hat so einen dicken. Oh shit, Mann. Okay, alles gut. So. So. Ich treffe hier gar nicht. Aha, deine Apotheke ist down, oder wie er hieß. Oh. Was hast du für dicke Wumme dabei, Fräulein? Bye, bye. Erst mache ich deinen Helm weg, und dann gebe ich dir Heck weg. Alter, wie sehen die aus? Wie sahen die aus? Wenn ich einen Körper hätte, hätte ich sie selber getötet. Die vergoldet? Ebenso. Gut gemacht, Mensch. Das wiegt nicht, das Zeug, ne?
Gewicht, ultra viel. Es wiegt doch sehr viel. Das nehme ich jetzt natürlich nicht mit, obwohl die Dinger halt echt krass werden. Auf der anderen Seite trage ich die scheiße Rüstung ja eh nicht, also von daher ist es egal. Tesla-Gewehr, der hat sogar ein... Tesla-Gewehr? Ich wollte gerade sagen, ich dachte, das wäre ein Gauss, aber das ist ja... Oh mein Gott, Leute, wie nice ist das bitteschön. Und der springt von Gegner zu Gegner, habt ihr das gelesen? Okay, das Dumme ist jetzt, wir sind etwas überfüllt, etwas überfüttert. Wir könnten jetzt natürlich einfach, das machen wir jetzt auch, Buffout nehmen. Davon haben wir eh so viel am Start und dann können wir auch wieder normal rennen. Und noch Zeug mitnehmen. Nice. Psycho. Get Psycho! Komm mal mit, Strong, wir gehen jetzt hier lang. Das ist eine Waffe. Damit schießt man. Kann man die in die Hand nehmen? Oder? War das jetzt nicht eben eine Waffe? Oh mein Gott, wie cool. Oh mein Gott. Und wenn ich jetzt wegpacke und dann wieder auspacke, ist sie voll. Alter, Strong, das Batisten. Ich würde gerne wissen, ob die jetzt einen Schuss macht und der dann einfach lange geht oder sogar der nur kurz geht oder ob ich gedrückt halten muss, damit sich das dann komplett entlädt in den Feind. Müssen wir gleich mal testen. Ich hoffe, jetzt kommen noch ein paar Feinde. Aber wahrscheinlich haben wir es genau jetzt schon geschafft. Den kann ich jetzt nicht mehr mitnehmen, den Fatman, aber wir haben eh genug Cash am Start. So. Sicherheitsfernsteuerung. Tür öffnen. Es dauert jetzt wieder 30 Jahre, ne? Der Shit, der. So, freigegeben. Türen werden geöffnet. Los. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh nein, wissen wir jetzt zu fett? Warum? Hat das Ding schon nachgelassen oder was? 87 haben wir. Naja, müssen wir jetzt halt durch. Sie geht nicht auf. Und jetzt. Sicherheitsversteuerung. Verriegelt. Tür öffnen. Ich drücke jetzt nichts. Ich gehe jetzt gleich, sobald das hier fertig ist, einfach mit Tab raus. Und nochmal mit Tab raus. Da steht immer noch Zustand verriegelt. Abriegelung aktiv. Steht dann. Ja, wir könnten im Notfall natürlich auch woanders lang gehen. Aber das ist direkt der, das ist direkt der Ausgang. Hier sind wir vorhin runtergekommen, dann da reingelaufen. Ich teste erstmal kurz. Jawohl, Strong, ich muss nur auf dich schießen, dann geht's. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut war, dieser Schuss. Strong ist zumindest nicht umgefallen. Das ist schon mal schwach. So, gleich haben wir es geschafft, dann können wir uns auch sofort porten. Und zack! Ha! Ah, sehr schön, sehr schön. Jetzt will die noch einen eigenen Körper haben, also müssen wir ja wahrscheinlich noch einen Roboter bauen. Das können wir an der, nicht an der Finch-Farm, an irgendeiner Farm können wir das machen. Da habe ich ja so ein Roboter-Dingens hingebaut. Endlich sind wir raus aus diesem Loch. Glauben Sie bloß nicht, dass Sie schon fertig sind. Ja, ich kooperiere erst, wenn Sie einen Körper bringen, der meinen Standards entspricht. Okay. Passt schon. Wir gehen jetzt eh erstmal nach Hause, legen alles ab, sind glücklich und fröhlich, zusammen vereint für immer. Also. Wir müssen, die Roboterteile dürfen wir noch nicht ablegen, sondern das können wir erst dann machen, wenn wir an dieser Roboterwerkbank sind und dann lege ich da alle rein. Ja, genau so mache ich's. Diesen Kopf könnten wir jetzt eine Runde mitnehmen, obwohl es auch gerade echt chillig ist, dass wir so viel mittragen oder mitführen können, nachdem wir uns geleert haben. Und der Kopf wiegt ja doch einiges, egal, wenn man erstmal das hier. So. Und dann, ja, was war's? Bei Waffen haben wir einiges an Zeug, ne? Aha, eine doppelläufige Schrotflinte, eine Planke. Ich glaube, das ist schon mal besser wie dieser Schlagring. Ja, den Schlagring können wir dann weglegen. Dann machen wir es so. Wir legen den Schlagring weg, wir legen die Schrotflinte weg. Das Tesla-Gewehr würde ich gerne behalten, aber dafür lege ich dann den Kopf weg. Den erbeuteten... Obwohl, wisst ihr was? Mal gucken, was wir hier alles machen können. Das ist doch jetzt gerade mal interessant. Aha... Was brauchst du, Jen? Aurel. Und jetzt Tesla-Gewehr. Wow,
Gebiet auflade. Schrotflintenlauf. Im Schrotflintenlauf. Aha, dödö, aha, GG, easy. Verschieße die auf Ziele überspringt. Achso, ja. Zum Aufladen Pfeil gedrückt halten. Feuert einen Schrotflintenschuss ab. Setzt elektrische Energie frei. Was heißt das? Setzt elektrische Fallen frei. Okay. Ich lasse es mal so. Ja, bis hier lasse ich auch so. Was war es noch? Diese doppelläufige... Ah, die habe ich schon weggelegt. Okay. Ne, halt, der Kopf! Der Kopf, den will ich doch kurz nochmal hier. Der ist gar nicht dabei. Ja, der ist ja gar nicht dabei. Schade. Ist ja cool, wenn man den noch bedazzeln könnte, aber klar, es ist ja bereits ein fertig gebauter Kopf. Ich dachte kurz, warum leuchtet das jetzt so rot? So, Mensch, ey. Gold? Warum ist denn eine Golduhr? Leute, was macht ihr denn? Warum sammelt ihr Scheiße da drin? So, Köpfchen. Bye bye. Okay, sonst sind wir eigentlich. Sieht eigentlich ganz gut aus. Wir können hier noch. Ne, 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 halt. Hier können wir noch unsere Waffenmods reinlegen. Ach, dass er erst die Animation machen muss, bevor er dann wieder raus. Nein! Oh Gott. Ich muss auf R drücken. Oh, wie reidisch das ist da, wie reidisch. So. Also die Mods. Wir haben hier nur Mods für die... Ah ne, Tesla-Gewehr. Moment, wir können hier auch noch generell Zeug ablegen. Hier aus... Oh. Wir haben ja noch Scheiße hier. Stimmt ja. Reduziert Fallschaden. Schaden am Blocken, Laufgeschwindigkeit. Wahrscheinlich die Regeneration an Aktionspunkte. Alles lächerlich. Ist schon jemand am Verkaufen? Warum ist schon wieder Nacht? Warum kommen wir hier an, wenn es verkackt nochmal... Da. Ultra viele Leute. Komm, ihr habt, seid doch alle frei. Du, dahin. Dass ich da nicht rennen kann, das ist echt bescheuert. So. Ihr da hinten. Rennt doch nicht so weit weg, ich muss doch umso weiter laufen, ihr Pisser. Muss arbeiten, keine Zeit zum Reden. Halt die Guschen. Halt uns die Guschen. So. Kann sie noch dahin? Da steigt nämlich auch das Wohlbefinden der Leute enorm an. So, und jetzt vielleicht noch den letzten da einsnacken. Wer bist du eigentlich? Ha! Erwischt! Und zwar das dritte. Dann haben wir immerhin schon mal drei Dinge laufen, haben ja auch unsere Geldproduktion am Start. So, vielleicht kann ich jetzt auch noch schnell verkaufen bei ihr. Ah, dann haben wir schon mal General Armor und Weapons. Sieht cool aus hier. So schön einheitlich. So, du. Ich will nur etwas Ausrüstung. Ah, das ist keine Frau, okay. Möchtest du ein bisschen handeln? Was habe ich denn eben gesagt, Dummkopf? Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Hier ist mein Angebot. Na, hier ist mein Angebot. Wow. Was ein enormes Angebot du doch hast. Hä? Ich glaube, das hängt. Das scheint zu hängen irgendwie. Wartet mal. Vielleicht geht's auch nicht, weil es Nacht ist. Ich will nur ein bisschen handeln. Ich habe bestimmt Sachen, ja, die du gebrauchen kannst. Ja. Zeig mal, was du so hast. Großartig. Egal. Großartig, egal! Okay, es geht nicht. Wir pennen mal kurz und schauen, ob das tagsüber geht. Es muss tagsüber gehen. So. Dann ist auch wieder erscheint der Tag. Na, passt es. 8 Uhr reicht, glaube ich, komplett aus. Dann sind die wieder an der Arbeit. Na, das reicht so. Yay! Wir brauchen die Kate wieder. So, alle stehen da, bereit zum Arbeiten. Dann gehen wir mal direkt zur Armor. Das ist ja die richtige Stelle. Ich habe bestimmt Sachen, die du gebrauchen kannst. Glaube ich auch. Dann lass mal sehen, was du so hast. Großartig. Ja, also, es geht doch. Also, Scheiß verkaufen wir jetzt mal. Krass, wie wertvoll das alles ist. Ja. Okay. Gut. Dann ist das schon mal weg. Wir sind umso leichter geworden. Wir können noch Zeug ablegen hier bei Hilfsmittel bestimmt. Genau, die Blutpakete legen wir ab. Wir legen die Blümchen ab, die Pilze legen wir ab. Und falls wir hier die Stealth Boys legen wir so viel ab, dass wir immer nur drei haben. Und dann passt das, genau. Ich glaube, wir haben noch nie einen gebraucht, Stealth Boy, aber vorsichtshalber haben wir immer drei dabei. So, was wiegen wir denn jetzt? 292. Das ist doch vollkommen nice. Okay, dann
gehen wir hier an die Abernathy Farm. Genau, das ist die Farm, bei der wir nämlich auch das Roboter-Dingens haben. Also da haben wir die Roboterfabrik, in der wir auch eigene Roboter herstellen könnten. Wir könnten sie jetzt eigentlich zu so einem ultra-riesen-Hardcore-Bot machen. Also, ja, die Robo hier in Frauen. Wobei, ich nehme an, bei der letzten Quest eh die Ding mit will, also die... Oh, sehr schön, die Taters, wie gut die aussehen. Die sehen nicht so gut aus, aber die sehen gut aus da und die strahlen ja richtig. Ich denke, dass die Dinger mit will, die andere Roboter. So, Bots, bye-bye. Dann stellen wir mal was her, ha? Huh? Ja. Wow. Sieht so cool aus. Kupf. Ah, das ist die Rüstung. Boah. Oh mein Gott, dass wir dafür geilen Scheiß machen können. Wir können... Okay. Wir brauchen das Robohirn. Das ist sie, ne? So. Dann brauchen wir... Eine Ultra-Gas... Bitte, Strong, jetzt piss dich nicht vor mir ein hier. Wir nehmen Hydraulikgestell, verbessert Schaden, so, ja. Dann nehmen wir als Torso den Torso des Todes. Ich weiß nicht genau... Fügt Hacker-Subroutine hinzu, fügt Schlossknacken-Subroutine hinzu. What? Was brauchen wir denn für ein Torso? Ah, jetzt ist der Kopf weg. Robohirn, Aggressoton. Ja, so schlank sieht die gar nicht so schlecht aus. Wobei natürlich er hier die dickste Dingrüstung haben kann, glaube ich. Als Frontrüstung. Ja, den kann man so richtig bedazzeln. Und dann kann der auch viel mit sich führen. Alter Strong, bitte verpiss dich von mir, ja. Ich verbrauche jetzt gerade unser ganzes Zeug. Moment. Ah, ich kann ihn drehen. Ah, ich kann ihn drehen, okay. Also es ist eigentlich eine Frau. Ich nehme noch so ein Heckmodul mit. Krass, wir bauen jetzt hier voll das dicke Teil zusammen. Okay. Jetzt ist die Frage, was für einen Arm kriegt sie? Ich denke... Ah, Wachbord, schade, das haben wir da nicht. Das hätte ich nämlich auch gerne, also ein Wachbord-Ding. Wachbord. Ah, das sind die Waffen. Cool. Dann machen wir... Ach, verpiss dich bitte. Ich mache jetzt so Platten dran. Oh, hier ist ein Spike dran. Ja? Dann bekommt sie natürlich zum Angreifen. Was haben wir denn alles? Ach Gott, wir haben ja alles. Wir haben... Wie weit geht denn das runter? Ein Gatling-Laser. Boah. Alles klar. Und die andere Hand bekommt auch so was Ähnliches. Rechte Hand. Moment mal, waren wir hier schon fertig? Ja. Okay, die Rüstung. Machen wir so eine Platte dran. Dann, eine Klauenhand, lächerlich. Also wir haben hier Gatling-Laser dran. Wir können auch einen Raketenwerfer dran machen. Leck mich. Eine Minigun, eine Gatling-Gun, eine Minigun. Aber ich will das hier auf die Entfernung schon ein bisschen Scharfschützen-Laser. Soll auf die Entfernung ballern. Ich mach mal einen Scharfschützen-Laser dran. Krass, wir haben gleich kein Zeug mehr zum Bauen. Beine. Boah, und das alles noch schwebend. Oh, Leute. Das machen wir. Hammer. Boah, wir verbrauchen unser ganzes Zeug so hart. So. Da mache ich einfach nur, das hier. Auch nur das hier. Der kann wahrscheinlich schon 8000 Kilo tragen. Stimme. Moment, kann ich da reinhören? Kann ich da irgendwie reinhören? Scheinbar nicht. Wir nehmen eine Pieps-Klick-Modul. Dunkle Pieps-Stimme. Wir nehmen eine helle Pieps-Stimme. Wir nehmen eine dunkle Pieps-Stimme. Farbe. Schwarz. Oh mein Gott, sieht das geil aus. Aber wir wollen natürlich so ein bisschen, wir wollen es natürlich so ein bisschen gay haben, so. Ohne gay, ohne mich. Ja. Oh! Hey, stehen geblieben.
Was? 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 Verstehst du auch nur ein Wort von dem, was ich sage? Hilfe? Kann ich... Keine Sorge. Es braucht vielleicht ein bisschen, aber wir gewöhnen uns schon aneinander. Hilfe? Keine Sorge. Es braucht vielleicht ein bisschen, aber... Das ist ja wohl bescheuert. Ich dachte, wir könnten... Ich dachte, die Stimme wäre jetzt so voll cool. Wisst ihr, ich dachte, die Stimme wäre jetzt so normal, also so piepsig, aber von ihr halt. Ich meine, sie muss uns doch weitere Anweisungen geben. Diese Einheit befindet sich im Auslieferungsmodus. Ah. Möchten Sie die Persönlichkeitssubroutine der Einheit aktivieren? Ja, natürlich. Klar, das wäre super. Verstanden. Persönlichkeitssubroutine wird aktiviert. Eine Freude, Sie wiederzusehen, Sir. Sind Sie bereit zum Aufbruch? Also, alle Systeme bereit? Alle Systeme bereit. Keines könnte ein Bass werden, Sie brauchen. Oh mein Gott! Leute, bye bye, Monsieur. Ist die jetzt bei uns? Schon dabei? Nee, ne? Stehen geblieben. Eine Freude, Sie wiederzusehen, Sir. Sind Sie bereit zum Aufbruch? Ja, dann mal los. Komm, wir brechen auf. Verstanden. Bitte gehen Sie voran. Warte mal. Strong, ich will noch meinen Hammer haben. Mit Mensch gehen. Nee. Wir müssen Ausrüstung tauschen. Strong mehr als schwache Menschen. Ja, bla bla bla. Was hast du alles dabei, du Lurch? Ich will Atomsack wieder haben. Dankeschön. Und den Rest kannst du behalten? Hey. So. Ich helfe gerne weiter, wenn ich kann. Wo ist denn jetzt Strong? Wo ist der? Strong mit Menschen. Wo ist denn der jetzt hin? Bleibt der jetzt hier? Ah, scheißegal, wir können den später ersuchen. Hey. Ja. Hat die irgendwas dabei? Nee. Okay, ultra lässig, Leute. Ultra lässig. Haben wir jetzt hier noch Mods? Ja klar, die ganzen Mods. Können wir ablegen. Wir können des Weiteren noch, ich lege jetzt hier einfach auch nochmal was rein. Und zwar, diese komische Planke lege ich ab. Ah, dann passt das, oder? Sie kann halt wahrscheinlich echt kiloweise das Zeug mitschleppen. Und ultra, oh mein Gott, Leute, wie cool. Wir müssen öfter Roboter bauen. Wir müssen uns auch noch einen bauen, der so ganz klein und kompakt ist, aber trotzdem die Megawaffen hat. Ich hoffe, dass sie überall hinkommt. Guck mal, kommt die überhaupt hier hoch? Oh. Ja, er drückt sich durch, okay. Das werden wir jetzt einfach mal live attesten. Rede mit Ada. Okay. Dann reden wir mal mit Ada. Wir laufen jetzt einfach hin. Anstatt uns zu pochten, um zu gucken, wie sie so durchs Gelände kommt. Sie stuck da oben schon mal. Also im Notfall müssen wir da die Beine einfach nochmal verändern und einfach abmachen und so Schwebebeine hinmachen oder laufende Beine. Irgendwas, das ja auch schnell hinterherkommt. Ich glaube, Schweben ist schon nicht schlecht. Ja, ich porte mich doch, Alter. Das ist mir einfach zu weit. Ach, cool. Das ist echt cool. Warum haben wir das nicht früher gemacht? Mensch, hey. Mensch, hey. Wisst ihr, Strong und alle drum und dran, das ist einfach so solche Schnarchnasen. Und sie ist im Reden, sagt, Moment, pfff, und knallt einfach so eine Fliege ab. Alter, krasser Scheiß. Leute, in der nächsten Folge geht's weiter. Ciao, ciao.